Was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 16 bei First Sky. Und heute gibt es das Frankreich-Special. Wir kaufen also nur Frankreich-Karten und wir werden es diesmal so machen, das hatte ich ja schon in der letzten Episode mit Argentinien gemacht, dass wir nur die erste, beziehungsweise wir nehmen die erste seltene Goldkarte, weil sonst ist immer die Hälfte Non-Rare oder so und ja, das macht dann einfach keinen Spaß. Dann sind die Teams einfach nicht so geil, wie wenn wir nur die seltenen Karten nehmen. Deswegen machen wir also quasi bei First Rare Goldkarte, was weiß ich. Auf jeden Fall würde ich sagen, starten wir direkt mal. Und ich habe mir auch gedacht, weil viele von euch haben sich ja wieder gewünscht, dass wir mal wieder Special Card machen. Bei First Special Card, das wird natürlich kommen in den nächsten, ja, paar Wochen wird das langsam dann kommen. Es müssen natürlich erstmal noch ein paar Informs rauskommen, damit es auch ein paar auf dem Markt gibt. Der erste Spieler, den wir kriegen, wird Rouffier. So, wir packen Rouffier also schnell ins Team und ja, wie gesagt, also jetzt die nächsten Wochen, keine Ahnung, es dauert vielleicht noch 3, 4, 5 Wochen oder so, ich weiß es nicht. Je nachdem, es müssen, wie gesagt, ein paar Informs einfach auf dem Markt sein. Momentan sind es noch zu wenig, ich will noch ein bisschen abwarten, aber wie gesagt, in ein paar Wochen geht es dann los. Und dann gibt es auch wieder Buy First Special Card, dann gibt es wieder Teams voller Informs und so weiter. Natürlich gibt es dann quasi nur Informs, weil Team of the Season und so weiter gibt es natürlich noch nicht. Da müssen wir dann natürlich noch ein bisschen länger warten, aber das wird alles noch kommen mit der Zeit. Wir ziehen Dis den als nächsten Spieler. Der Typ hat auch noch richtig gute Werte. Hier hinten wäre noch Zuma gewesen. Der Typ ist auch so ein Biest in FIFA. Aber mit Distin bin ich eigentlich auch zufrieden. Wir packen den schnell ins Team und ja, falls ihr noch irgendwie FIFA-Coins oder FIFA-Points, Xbox Live, PSN-Cards und so weiter braucht, könnt ihr natürlich gerne mal meinen Sponsor MMOG-App checken. Link ist natürlich in der Videobeschreibung und ja, wenn ihr euch da eh was kaufen wollt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr da über meinen Link kauft. Damit unterstützt ihr natürlich mich. Für euch ist das Ganze natürlich kostenlos, also ihr kriegt dadurch keine weiteren Kosten. Und ja, ich würde mich also freuen. Vielen Dank auf jeden Fall und wir suchen jetzt direkt mal den Linksverteidiger. Los geht's! Da hat Frankreich auch einige gute. Wir ziehen hier Coursava und hier wäre Tremolina noch gewesen. Aber der Typ, den habe ich letztens sogar im Pack-Opening gezogen. Hier hinten ist noch Clichy. Alter, der ist ja auch gar nichts wert. Der ist auch in den letzten Jahren relativ langsam geworden, muss man sagen. Nur noch 84 Tempo. Da ist wirklich Tremolina mittlerweile schon der bessere Linksverteidiger, wenn es da um Franzosen geht. Aber okay, wir haben hier Coursava und der Typ ist auch nicht so schlecht. Unser Linksverteidiger kommt direkt ins Team und ist mal gerade aufgefallen. Guckt euch das mal an, der Typ hat richtig kranke Allrounder-Werte, fast überall 70, nur leider schießen 69, aber sonst ist der Typ ein richtiges Biest. Ich glaube, der hatte letztes Jahr in FIFA 15, sogar noch im letzten Team of the Week, ich weiß nicht, oder im vorletzten Team of the Week, hatte der Typ sogar einen richtig geilen Inform. Aber okay, ist jetzt egal, FIFA 15 ist hier ja nicht mehr, deswegen kommen wir zum nächsten Verteidiger. Hier wäre Zuma Inform gewesen, das wäre auch nice, aber wir müssen uns leider mit Bot mal zufrieden geben, den können wir direkt kaufen hier für 800 Münzen. Oh Mann, der hat 49 Tempo und sowas ist dann eine seltene Goldkarte. 1,90 groß, Alter, schwacher Fuß, 4 Sterne. Naja, egal, vielleicht hat er ja einiges drauf. Der Alter, der hat 72 Schießen. Warum hat er so gute Werte überall, außer beim Tempo? Das ist richtig schlecht. Stellt euch mal vor, das Tempo wäre bei dem noch besser. Dann wäre das ein richtiges Biest. Dann wäre das so ein David Lewis. Naja, egal, kann man nichts machen. Linksverteidiger hatten wir, also geht es weiter zum Rechtsverteidiger. Und das wird Bakary Sanya. Der ist dieses Jahr auch relativ billig. 1000 Münzen, oh mein Gott, ey. Hier hinten wäre noch Debuschi gewesen. Der wäre auch vielleicht ein bisschen besser gewesen. Sanya auch relativ langsam geworden. Naja, kann man nichts machen. Sanya kommt ins Team und so langsam kommen wir dann eigentlich auch zu den, ja, man kann sagen, ein bisschen interessanteren Spielern. Vor allem im Sturm natürlich gleich. Aber wir suchen jetzt hier erstmal die zentralen Mittelfeldspieler. Da hat Frankreich auch einiges zu bieten. Ich bin gespannt, wer der Erste wird. Es wird Tolisso und das habe ich mir auch so ein bisschen gewünscht. Ah, der hat leider keine Forster-Skills. Aber der ist richtig jung, der Typ. Und der hat so eine krasse Karte dieses Jahr. Ich glaube, das wird richtig geil, mit dem zu spielen. Guckt euch das an. Alle Werte über 70. Mann, oh Mann, der hatte letztes Jahr in FIFA 15 noch eine Bronzekarte, glaube ich. Oder eine ganz schlechte Silberkarte oder so. Der hat richtig ein fettes Upgrade bekommen dieses Jahr. Alter, dafür, dass er so eine kranke Karte hat, ist er richtig billig. Den kriegt man schon für knapp 1000 Münzen. Das ist echt nicht schlecht. Dafür hat er so kranke Werte. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Komm, wir tun den direkt hier ins Team rein, den guten Tolisso. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt, ja komm, bevor wir die anderen zentralen Mittelfeldspieler machen, gehen wir mal so langsam oben in den Sturm, rechter Stürmer. Ich bin mal gespannt, das wäre natürlich ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ob es da jetzt die guten Spieler gibt, weil die meisten haben die, glaube ich, mittlerweile noch nicht umgewandelt. Aber egal, wir gucken mal. Okay, 3, 2, 1, los geht's. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es da überhaupt wen Gutes gibt. Es gibt Alessandrini, hat er noch Forster Skills, natürlich.
Der könnte auch nice sein. 91 Tempo, so muss das sein. Okay, Alessandrini ist im Team mit 91 Tempo und Forster Skills. Ich glaube, der wird richtig geil da vorne. Ich hoffe mal, der wird da richtig rasieren auf der Außenbahn. Und jetzt gucken wir mal hier weiter im zentralen Mittelfeld. Ich würde sagen, wir machen den zentralen Mittelfeldspieler. Los geht's, wir suchen direkt mal. Und es wird Tolisso, den haben wir aber schon. Fekir wird es. Das ist der nächste Spieler nach Tolisso. Und der Typ ist, glaube ich, auch geil. Hat wieder Forster Skills, so muss das sein. Hat dieses Jahr auch ein kleines Upgrade bekommen. Ist der normalerweise ZM? Ich weiß es nicht. Oder umgewandelt? Naja, ich guck mal, wie ich den hier bekomme. So, Fekir ist auch im Start. Wir schauen mal direkt hier rein ins Team. Ich habe den jetzt gerade hier als ZOM bekommen. Ist ja auch egal. Das passt auch irgendwie. Der Typ ist, glaube ich, auch relativ nice. Vor allem FIFA 15. Alter, der 87 Dribbling. Ich glaube, der wird auch einiges auf dem Kasten haben. Forster Skills ist auch noch ein Linksfuß. Und dann würde ich sagen, kommen wir noch zum nächsten ZM. Da bin ich mal gespannt. Hier gibt es wieder die Franzosen und 3, 2, 1. Es wird Schneiderlin. Ist der Franzose? Der ist Franzose. Der ist auch nicht schlecht. Den habe ich sogar mal gezogen in einem Pack-Opening. Der Typ ist zwar nicht der allerschnellste, aber hat eigentlich einen relativ guten Schuss. Damit kann man auf jeden Fall leben. Oh mein Gott, fast 10.000 Münzen hat Schneiderlin gekostet. Das sind diese BPL-Spieler. Sehen auf den ersten Blick erstmal gar nicht von den Werten her so krass aus. Aber sobald die irgendwas Gutes an Werten haben, sind die einfach immer richtig teuer. Aber egal, ich hoffe mal, Schneiderlin wird gut spielen. Der hat eigentlich für einen zentralen Mittelfeldspieler richtig gute Werte. Und dann kommen wir schon zum linken Flügelspieler. Da gibt es natürlich auch Griezmann, aber ich weiß nicht, der wird wahrscheinlich LF sein. Und ich denke mal nicht, dass viele den als LS umwandeln werden. Naja, geil, ich würde sagen, wir probieren es einfach. Los geht's, wir gucken mal direkt, wen wir hier bekommen. Es ist Entep. Alter, ist der so teuer, der kostet 8.000 Münzen. Oh mein Gott, wie teuer ist der denn, ey? Forster Skills, Forster Weak Foot. Okay, das kann man dann auf jeden Fall mal zahlen für den. Okay, Entep kommt also auch ins Team. Und dann bleibt nur noch vorne der Stürmer hier. Mal sehen, ob hier ist er direkt. Entep, 6.000 Münzen hat der gekostet. Und das Team sieht echt, eigentlich, wie ich finde, relativ nice aus. So muss das sein. Okay, wir kommen zum letzten Stürmer. Ihr wisst selber, wen es da alles gibt. Frankreich hat echt so mega viele kranke Stürmer. Dann würde ich sagen, los geht's, wir suchen direkt. Und es wird Antoine Griezmann. So, wie ich mir es vorgestellt habe. Oh mein Gott, Forster Skills, der Kollege. 85 Tempo, 81 Schießen. Oh fuck, das ist echt, boah, hier hinten ist noch Remy, Alter. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die haben echt so viele geile Stürmer. Remy, wir gucken mal hier weiter. Hier ist noch Martial. Fekir haben die natürlich auch noch als Stürmer. Den könnte man auch natürlich als Stürmer spielen. Benzema, da gibt's Coman, gibt's auch noch. Alter, die haben echt dieses Jahr mega viele kranke Stürmer zu bieten. Benzema, natürlich. Dann gibt's noch Lacazette und so. Aber egal, wir haben Griezmann. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall mit einer der besten Stürmer sein. Ja, okay, da ist er. 40.000 Münzen hat er genau gekostet. Und ich muss sagen, dieses Jahr habe ich mit Griezmann noch gar nicht gespielt. Ich hoffe mal, der wird abgehen da vorne. So sieht das Team dann also aus. Und ich würde sagen, damit starten wir sofort ins Spiel. Ich bin echt gespannt, was sie hier alle so reißen werden. Das Team sieht einfach nur geil aus. Es muss einfach nur gut gehen. Ich würde sagen, wir starten ins Spiel. Los geht's. Okay, da ist auch schon direkt der Gegner. So sieht sein Team aus. Ein komplettes Non-Red-Team, außer Pantelimon oder wie der Typ heißt im Tor. Emre Can hat er da hinten. Dieses Jahr hat er, glaube ich, nur 3 Sterne Skills. Richtig abfuck. Aber das Team ist, glaube ich, einfach ein Non-Rare-BPL-Team. Aber so Teams sind ja manchmal richtig OP. Ich glaube, das ist einfach ein richtig gutes Starter-Team. Und es könnte vielleicht ganz gut für ihn ausgehen. Mal sehen. Ich bin gespannt, was Griezmann und Co. hier reißen werden. Okay, wer ist das? Das ist Fekir hier. Komm, wenn wir jetzt irgendwie vorbeikommen. Das war gut gemacht. Das war gut gemacht, Schneiderlin. Jetzt der Ball hier auf Griezmann. Aber der stellt hier die ganze Zeit gut zu. Versuchen wir es mal. Boah, der ging an den Pfosten. Komm, Entep. Es gibt Elfer, oder? Es gibt Elfmeter. Und das könnte das 1:0 werden. Und wir müssen den echt gut in die Ecke schießen. Weil wenn der in der richtigen Ecke ist, sollte den Ball auch haben. 1:0, was soll's. War in der falschen Ecke. Ganz easy ausgeguckt hier, Pantelimon. 1:0. Ja, man kann sagen, durch einen blöden Elfer. Ich hätte mir eher gewünscht, dass der Schuss von Griezmann reinging. Aber okay. Jawohl, schön gemacht von Alessandrini. Komm, wir müssen das Tempo ausspielen. Jetzt schick Griezmann da oben. Der ist perfekt gelaufen. Komm, ich glaube, der ist nicht der Allerschnellste. Der Verteidiger da. Ja, komm. Griezmann lässt sich einfach fallen. Das war stark gemacht. Und es gibt wieder einen Freistoß. Ich weiß nicht, wie oft der mich jetzt schon gefoult hat, Mann. Aber diesmal macht das Ganze wieder fake hier. Und versuchen es diesmal um die Mauer rum. Das ist, glaube ich, dieses Jahr auch eigentlich relativ geil. Komm, wenn das klappt, wird es ein Hammer-Freistoß-Tor. Und was war das für ein Ding? Oh mein fucking Gott, Alter. 2:0, Fekir mit einem Traumtor des Jahres.
Alter, was war das für ein Freistoß? Der springt wieder aus dem Tor raus, der geht an die Unterkante der Latte und ins Tor und geht einfach hinten wieder aus dem Tor raus. Habt ihr das gesehen? Das war bislang einer der krassesten Freistöße, die ich je geschossen habe. Ist echt richtig nice, die Freistöße so immer an der Mauer vorbeizuziehen. Komm, Griezmann, oh Mann. Longshot! Raus, 3:0, so muss das laufen, Alter. Griezmann gefällt mir richtig gut. Der haut mit rechts und links so krasse Schüsse raus. Alter, was fallen hier eigentlich heute für Tore? Da kam Pantelimon einfach nicht mehr dran. Ich hatte eigentlich erst gedacht, den kriegt der easy. Aber egal, Griezmann, das war auch ein richtig harter Schuss. So muss das sein, 3:0. Okay, komm, Sarate hat hier die Möglichkeit zum 3:1, aber er lässt sich irgendwie richtig lange Zeit. Mal sehen, ob das was gebracht hat. Der war nicht schlecht. Oh, trifft zweimal die Latte, hau ihn raus. Griezmann holt sich den. Komm, da hinten läuft doch Distin, unser Abwehrspieler. Komm, Maris. Oh, Griezmann. 4:0. Was war das wieder für ein Schuss von Distin, Alter? Die haben echt alle so kranke Schüsse drauf hier. Haut er den wieder gegen die Latte oder so? 4:0. So muss das laufen. Ich wollte eigentlich mit Distin irgendwie einen Trickschuss machen. Aber irgendwie hat das nicht ganz so geklappt. Was war das hier eigentlich wieder für ein Pech? Der Gegner tut mir echt richtig leid. Der hat die ganze Zeit so ein Pech. Auch der Ball hier wieder. Und wir hätten noch kontern können. Egal, es geht 4:0 aus. Ich muss sagen, das Team war bislang eines der besten Buy-for-Sky-Teams, die ich jemals gebaut und gespielt habe. Wer es will oder so, der kann sich das gerne nachbauen. Und ja, wie gesagt, falls euch dazu die Coins fehlen, könnt ihr gerne mal die Videobeschreibung abchecken und bei meinem Sponsor mal vorbeischauen. Ich würde mich freuen. Unterstützt mich damit natürlich. Das war's. Lasst natürlich ein Like und ein Abo da. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Schreibt wieder eure Nation in die Kommentare, eure Wünsche für die nächste Episode. Und ja, dann gibt's das natürlich schon in der nächsten Folge. Macht's gut, wir sehen uns und ciao.